Auf jeden Fall für die Rotorenproduktion dann das alternative Rezept nehmen, das geht richtig flott. Ja. Vorausgesetzt natürlich, wir haben dann endlich irgendwann mal genug Schrauben, aber... Ja, da, für den Rotoren wollte ich sowieso einen eigenen Kleim anzapfen. Müssen wir gucken, wo wir Eisen finden. Ja, und Kupfer. Und Kupfer, ja. Manchmal, ich glaube, da hinten bei der Kohle, da war Eisen. Das weiß ich. Hey, Kohle ist da. Wow! Lego Mio Grande am Arsch. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Den Knaller. Brauche ich denn eigentlich, während Simi wieder irgendwas macht, mache ich halt auch mal irgendwas. Ja. So. Salpe, bitte Salpe. Das ist alles aufregend hier. Jetzt kommen sie langsam. Ich will eigentlich auch, dass die Förderbänder komplett auf MK2 sind, damit die Kohle halt hier schneller läuft. Hier, verbrauchen die ganzen versteckten Eisenplatten da. Mach ich. Sonst ziehe ich die gleich lang. Ich habe die gerade selber gemacht, ja, an der Werkbank. Also, das ist auch gut so. Ich brauche aber Schrauben, ich kann keine mehr machen. Ja, hol doch. Schrauben gibt's jetzt keine. Da. Wie, Schrauben gibt's keine? Ja, die habe ich abgeklärt. Simi, ich habe gerade bei mir in der Firma angerufen, wir haben keine Schraube mehr für dich. Er hat schon so oft gesagt, dass er eine Schraube locker hat, ne? Ja, die haben wir doch alle, so ein bisschen, ne? Ja, da wackelt einiges, ja. Und knackst du uns da langsam? Ja, so. Man wird ja auch nicht jünger. Also, die Strom ist wieder da, sei eigentlich. Ja, der läuft. Ja, wir sollten da nur jetzt weiter dran arbeiten, weil solange die Biogeneratoren da weiterlaufen. Ja, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich. Ist das stabilisiert? Und Ratte, danke dir für deine 50 Biddies. Danke. Mach den Grill mal an. Vielleicht wird es dann besser hier mit uns, ich weiß es nicht. Ich gebe mir Mühe. Boah, habt ihr alle Strom verbraucht? Nein. Alter Junge. Kommst du auf sowas, Mann? Ich muss mir selber auch noch Schrauben produzieren hier, oder was? Nein. Na ja, dann machen wir das eben. Was hast du denn mit den ganzen Schrauben gemacht? Rotoren. Achso. Ich hab manchmal das Gefühl, Simi sitzt auf seinen Ohren. Und glaub mir, da brauchst du einen großen Hintern für, um auf Elefantenohren zu sitzen. Nö. Hat dann auch das Simis das sogenannte Elfenbein? Was für ein Elfenbein? Ein richtiges Elfenbein hat er, Alter. Also das Problem ist, von den Schrauben hier oben, ne? Ja. Die werden schon gebuttleneckt, bevor sie überhaupt ins System gehen. Das ist ja richtig, warte mal, das geht ja gar nicht. Warte mal. Das kann ich mir so nicht angucken. Das ist ja grottig. So, jetzt habe ich zu wenig versteckte Eisenplatten. Da oben waren 6 Stück drinne. Toll. Vielleicht sind es mittlerweile auch. Er hat auch nur einen Stoßzahn, schreibt Ratte. geiler Typ. Oh, aber dafür einen nicht. Großen. Nur ein Stoßzahn, dafür aber einen großen. Hey, die habe ich auch selbst eingeschaltet hier. Läuft die noch? Ich möchte die gerne auf Standby haben.
Oh, das, sowas ist nervig, man, wenn man selber die Sachen produzieren muss an der Werkbank. Ja, warte mal, ich gucke über. Gucke mir das jetzt mal an da oben, das Problemchen. Ich optimiere mal nach bestem Wissen und Gewissen hier hinten weiter, ja. Ja, ich kümmere mich ja jetzt erstmal um. Schrauben rein, wo. Ja, nee, ich kümmere mich ja darum, dass die Kohle da schneller ankommt. Was? Ich bin mir. Gib noch eins. Oh. Vielleicht sollte ich ab und an mal drüber nachdenken. Sag mal, wenn ich die Anlagen auf Standby schalte, ne? Ja. Dann sieht die doch eigentlich aus. Ja. Und warum gehen die immer wieder von sich aus wieder an? Keine Ahnung. Was? Ich schalte die auf Standby und kurze Zeit später laufen sie wieder. Ratte, danke dir für deine 45 Biddies. Hä? Dankeschön. Ja. Okay, das ist schon mal was ganz Neues. Die gehen wieder einmal, hä? Ja, die gehen einfach von sich aus wieder an, jetzt läuft sie wieder. Ich habe die extra abgeklemmt, damit die Schrauben konzentriert in meine Rotorenproduktion gehen, damit das mal schnell vorbei ist und dass wir dann weitermachen können, aber Produktion sagt nein. Warum spielt da kein Sound ab? Das ist jetzt merkwürdig gerade. Das ist auch ein Intro. Warte mal. Ja, das wird auch überlaufen. Das ist ja auch noch so. Halt! Stopp! Halt, stopp! Jetzt renne ich! Kann ich sagen. Hab ich. Oh, sorry. So. Nein, das will ich doch gar nicht, Mensch. So. Aber das ist halt, also ich finde, das ist gerade das Geile an dem Spiel, dass dieses Ausgetüftelte. Ja. Das regt zwar manchmal auf, aber. Aber da musst du mal Station jetzt spielen. Oh, da wirst du verzweifeln. Muss man Minecraft spielen mit den ganzen Mods, die ich spiele, Alter. Darf man verzweifeln. Das glaube aber, du. Da kann ich dir aber vertellen, du. Ray Fox, moinsen. Na? Wie ist der Stand der Dinge? Na, fertig mit Scan. Scannen? Ja, er wollte für was scannen. Wie lange soll er dafür brauchen, Alter? Er hat es doch nicht abgemalt, er hat es gescannt. Was ist denn los mit dir? Wie lange dauert denn bei dir Scannen, Sinni? Was? Wieso? Sitzt da einer drin, so ein Kobold bei dir im Scanner oder was? Und malt das ab oder was? Nee, ich rede von Rail, der hat für was eingescannt, Mensch. Ja, wenn er das vorhin war, also dann wird er ja wohl damit jetzt fertig sein, oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kommt auf den Scanner drauf an. Ob der von 1990 ist oder von 2020. Du dumme Sau, du! Ohne Worte. Ja. Sie haben wunderschöne Glocken. Oh. Alles klar bei mir, das hört sich gut an, Foxy. Ja, aber jetzt noch Essen gemacht und so weiter. Was gibt's denn Leckeres? Essen. Kann man den Typen hier einfach schlagen? Nee, das hast du letzte Woche schon gemacht, reicht. Echt? Ja. Okay, dann hast du es wahrscheinlich auch verdient. Ich weiß nicht, ich hab dir da auch einen Clip da reingestellt. Ah, stimmt, ja, den habe ich mir sogar angeguckt. Die gehen ja wirklich wieder von selber an. Was ist mit Sarah? Ja.
Ja, der Erich hat doch gerade gesagt, die Produktion geht von selber mit an, wenn sie ausschaltet. Achso. Ja. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht ein Bug bei dir. Bei uns gab es heute überbackenes Toast. Hm, okay. Mit was denn überbacken? Also außer mit Käse. Das ist ja kein überbackenes Toast. Ananas. Boah. Danke. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass diese Menschenrechtsverletzungen hier nicht geduldet werden? Ich wollte den Stream schauen, Erich, gell? Das ist scheiße. Jetzt läuft es mal ein bisschen flotter. Jetzt haben wir alles mal auf MK2. Von oben bis unten. Ja. Von vorne bis hinten. Schauen wir mal. So, jetzt wartet er hier aber auf irgendwas. Warte mal. Okay. Na, ich bin ja hier noch am Basteln. Wo ist der denn jetzt hier? Doch, jetzt kriegt er. Okay. Er war auf Standby, gell? Hä? Wo ist meine Rezept denn hier? Weiß ich nicht. Bist du da gerade drin? Geh mal da raus aus dem Miner da. Ich bin gerade drin. Ich stehe bloß davor. Komm, ich bin weg. Hast du jetzt Kupferblech oder sowas im Inventar? Nee, ne? Warte, Kupferblech. Negativ. Warum kriegt er denn hier so wenig Schrauben ab? Warte mal. Das erste Meister Erich kommen muss, dass hier alles funktioniert. Was sind das hier? Ach, der steht noch auf Standby oder was? Jetzt werde ich aber gleich ein bisschen wild hier. Jetzt klemme ich hier die Scheiße ab. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Vielleicht ist es mal wieder so ein Server-Bug. Ich serve auch gleich, Mann. Ich geh tschüss. Serve in USA hier, Alter, wirklich. Und warum kommt jetzt hier nichts mehr an? Soll ich mich verarschen oder was? Weiß ich nicht. Oh, dein Ernst jetzt hier? Also hier läuft's da, dann läuft's da und dann läuft's da vorne. Warum läuft die Maschine nicht da? Die Maschine ist auf Standby. Die verstärkte Eisenplattenmaschine. Ja, warte mal. Ja, die soll auf Standby sein. Die soll auf Standby. Ja, bitte nichts ändern. Alles so lassen, wie es ist. Ob du willst und nicht. Ja, verstehe ich sowieso nicht. Aber warum? Ja. Ach ja. Warum springt die denn jetzt immer in Standby hier? Alter, ich kriege gleich einen Rappel, Alter. Das geht sie von selber an, dann geht sie selber auf Standby. Also, ich weiß nicht, ja, irgendwas macht da mal so eine Stunde nur Baku im Zeitfahren gefahren und mit der Fahrhilfe rumgespielt. Okay. Und hat es dir Erkenntnisse gebracht? So, jetzt läuft sie wieder. Manchmal muss man es einfach nochmal neu verkabeln. Ja. Nur mit Wurst und Käse, meine Frau. Mag keine Ananas. Ich mag auch keine Ananas auf Toast. Gott sei Dank. Gibt noch normale Leute auf dieser Welt. Halleluja. Naja, wer ist eigentlich schon normal? Warte, da haben wir auch. Die, wo kein Ananas auf der Pizza ist oder auf dem Toast. Das sind normale Leute. Der heilige Kevin hat gesprochen gerade. Das sind halt Geschmäcker alles unterschiedlich. Alle Leute sind vom Mars, Venus, keine Ahnung. Ja, die fressen auch kleine Kinder und Gehirne. Ich sag's dir. Was ich ja mal probiert hatte hier von... Elbock, das außerhalb des Kontextes ist jetzt auch vollkommen falsch zu verstehen. Er hat geschrieben, die schön enge Schikane ist auch eklig. Oh. Geiler Preis. Die schön enge Schikane. Jawohl. Okay. Ja, das ist das Problem, Rady. Beim Zeitfahren stört dich das halt nicht, aber im Rennen, du haust da einmal in die Bande rein, dann kannst du eigentlich gleich sagen, Jeff,
Mach mir schon mal mein Abendbrot fertig. So. Ich bin gleich da. Hier ist mein Lenkrad. Ich mach dann Feierabend. So. Einmal. Hey, falsche Taste, so. MK2, MK... Achso, warte mal. Werkbank nehme ich auch mit. Aber jetzt läuft es fast ununterbrochen. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt eine 65-prozentige... 68-prozentige Verwendung sogar des Miners. Ne, 65. Naja, die Kohle kommt ja auch jetzt immer schneller. Das ist schon mal ganz gut an jetzt hier. Werkbank. Und die, also für dieses Rezept brauchen wir 52 Schrauben. Für die verstärkten Eisenplatten ist es ja weitaus weniger. Ja. Da brauchen wir nur 12. Und damit sollten die jetzt gleich ununterbrochen produzieren. Das ist so gut. Mal gucken, ich verbinde jetzt mal neu. Lass die schon mal vollrödeln hier. Ja, rödeln. Lass mal vollrödeln. Ich weiß halt nicht, warum die ihre Zwischenspeicher nicht auffüllen. Total dummes Zeug. Was ist das denn? Was machst du hier, Kevin? Ich schau bloß. Die laufen noch gar nicht. Die laufen noch gar nicht. Lass sie auch bitte noch aus, solange der hier hinten noch rödelt. Das sind aber nicht mehr viele. Das sind nicht mehr viele Rotoren. Ich hab gleich 150 fertig. 130 habe ich jetzt schon. Oh ja. Hast du schon eine Produktion für Rotoren oder was? Ja, vorübergehend. Ach so. Ja, du dokterst ja hinten an deinem Strom rum. Ja, ich weiß nicht, was du machst. Ja, ich bin dabei, MK2-Bänder zu machen. Du weißt doch, 6 Quadratkabel auf 8 Quadratkabel passen. Simi. Was? 6 Quadratkabel und 8 Quadratkabel passen zusammen. Ja, ich, währenddessen Simi das baut, habe ich auch was. Ach ja, du und deine Knöpfe, du. Und dann... Genau. Richtig reingeschissen. Der kam zum Glück hier nicht an. Ja. Ja, der müsste hier mal im Stream dabei sein, dann hört er das. Nee, ich streame ja selber, also von daher. Eben, dann kannst du ja mich streamen. Aber Simi fällt dazu nur das ein. Genau. Ja. Jetzt habe ich hier auch noch so einen Brummbär. Dann entbrumme ihn doch. Nee, ich habe gerade keine Zeit dafür. Das hat gar nichts zu tun. Der rennt da sowieso weg, wenn ich ihn einen Schlag gebe. Ach, so einen großen Knödel da oder was? Ja, ja. Boah, einen Rambock hatte ich für so einen großen. Ich so, oh, und dann hatte ich nur diesen kleinen Zepper gehabt. Hat er dich kaputt gerammt? Ja. Ich hab's versucht, aber es ging nicht. Er hat's versucht, aber die Arme waren zu kurz. Ja. Aber es ist halt so, wa? Das ist so. Was willst du machen? Ey, ich hab mir den Clip ja nochmal angeguckt mit, bei deinem Speicherstand damals. Ja. Mit den Spucker, Alter. Ja. Ey, konnte nicht mehr. Der ist wirklich legendär, ja. Ja. Ich will da nicht lang gehen. Wir haben ja nicht viele Clips, was das angeht. Nee. Tatsächlich. Aber die wir haben, die sind legendär. So, warte ist schon. Mal. Jetzt machen wir das immer wieder an hier. Hm.
Werkbank. Anschließen können. So, also ist der wieder online. Ja. Sehr gut. Alter, die raschelt der schon wieder. Der produziert jetzt mit okay, 80% eben gerade, aber das bei mir verringert sich jetzt. An bestimmten Stellen denkst du immer, da ist eine Spinne oder sonst irgendwas und dann ist es nur der Wind, der diesen die Sträucher so wedeln lassen. Das hört sich immer so eklig an. Aber ich bin auch die ganze Zeit gedacht, oh, was ist denn da schon wieder für ein Viech, ey, wo ist das? Und dann war das nur die, waren es nur diese Sträucher, die durch den Wind geweht werden. Die Sträucher. Ja. Gut, dass es keine Strolche waren. Ja. Susi und Strolch waren das. Ja. Die haben durchs Gebüsch geweht. An der Nudel. Mit einem Fleischklößchen. Du bist auch ein Fleischklößchen, Alter. Bei TKKG wärst du auf jeden Fall Klößchen, Alter. Simi ist der Große von Anulu. Ja, genau. Alter. Bei Großformat. Also es ist deutlich besser geworden jetzt die Produktion hier. Also wir haben auf dem ersten Dings hier haben wir eine Zuversicherung von 100% Produktivität. Okay. Auf dem zweiten 68% und auf dem dritten immerhin noch 61%. Aber kann wieder mit Streamlabs aufnehmen. Hatte wohl mal was verstellt gehabt. Okay. Ja, dann mach das mal. Ready und dann sehen wir mal, wie die Aufnahme aussieht. Wann kommt jetzt das Video? Am Sonntag oder? Morgen. Ach, morgen. Morgen um 18 Uhr kommt der erste Teil Formel 1. Sehr gerne mal vorbeischauen, liebe Leute. Bei mir auf YouTube. Wer den Kanal noch nicht kennt, ausruft seinen YouTube. Gerne ein Abo da lassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt will ich mal da hochlaufen. Oh, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Oh toll, jetzt muss ich so außerhalb laufen. Komm ich hier irgendwie lang? Ja. Aber ich sehe hier auch, warte mal. Also unsere Erzader hier, obwohl die rein ist. Also die schafft zwar drei Schmelzen, ja. Aber die haben immer wieder Aussetzer. Also die laufen nicht auf 100% Auslastung, sondern 73, 63, 67, also die laufen halt auch nicht dauernd. Was wir jetzt machen könnten, warte mal, ich baue jetzt hier erstmal die nächsthöhere MK-Bänder ein, das hilft schon mal ein bisschen was. Ansonsten können wir eine Strecke reinsetzen. Ja, weil die Bänder einfach zu langsam sind und dadurch kann er nicht schnell genug arbeiten. Ja, ganz ehrlich, wer hat denn diese MK1-Bänder erfunden, Alter? Das ist ja richtige Pest, Alter. Ja, ja. Mein Gott. Deswegen haben wir ja auch so die Probleme mit der Kohle hier, weil die zu langsam einfach reinkommt. Da kannst du ja auch hier Domino Day machen, Alter. Da kommen die Sachen auch schneller an. So schnell kannst du ja einen kicken, denn. Ja, echt mal. Vor allen Dingen, wenn du dann MK5 hast, Alter, kriegst du ja epileptische Anfälle nebenbei. Ja, da geht's dann wieder zu schnell. Da vorbeifällst, Alter. Das sind alle schon MK2. Hab sogar eine halbe Stunde. Okay. Das sind MK1. Ja, die da hinten sind erstmal nicht wichtig. Also das hier ist alles MK1, das soll auch erstmal so bleiben. Also diese langen Transportstrecken, die können erstmal MK1 bleiben, wenn es jetzt nicht wichtig ist, dass die Sachen möglichst schnell irgendwo ankommen. Oh, ich habe gleich keine Schrauben mehr, scheiße. Habe ich sogar. Ah, nee. Ja, Rayfox, super. So muss das sein. Soll ich die 150 Rotoren schon mal neu kauen in meinen Stein?
Ja, das kannst du machen, ja. Weil ich baue jetzt auch den Dings hier wieder ab. Ja. Weil da brauchen wir nämlich ein nächstes modulare Rahmen. Und dafür brauchen wir verstärkte Eisenplatten. Naja, die verstärkten Eisenplatten, die sind im Moment ziemlich wichtig. Für allen möglichen Scheiß. Ja, ich produziere die jetzt hier. Also das läuft jetzt. Ich brauche nur ein paar, um auch die Sachen hinten auszubauen, aber das sollte ich hinkriegen mit denen, die ich habe. Und ich mache die hier gerade per Hand. Du bist der Shit. Ja. Ja, irgendwie muss ich ja hier die MK2-Bänder bauen. Simi, das nächste Bottleneck ist wahrscheinlich... Wobei hier jetzt nicht unbedingt. Hier ist voll. Wo ist voll? Ja, alles gut. Alles ja, gut. Also das ist... Die MK... Zwei Bänder sind hier oben zu 100% ausgelastet, ne? Bei drei Minern. Okay. Oh, jetzt muss ich gleich wieder zurück. Ich habe keine Eisenplatten mehr. Warte mal. Die stellen hier 40 pro Minute her. Ich muss noch rechnen. 40 pro Minute. Ich möchte diese Transportröhren haben. 40 pro Minute. Wir brauchen hier 60 pro Minute. 60. 120, 180. 180 pro Minute samt Leitungsverzögerung, sagen wir mal 200 pro Minute. Das sind dann 5 Stück. 1, 2, 3. Also eigentlich produzieren wir genug, die kommen nur da unten nicht an aufgrund der langsamen Förderbänder. Eistransportbänder. Ich überlege gerade, wie ich das entknöseln kann. Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Direkte Leitung legen könnte ich halt, ne, mit MK2. Und drei einzelne Lines legen hier mit Schrauben. Das könnte ich machen. Aber das ist ein Wahnsinnsbauaufwand. Ist jetzt die Frage, ob das Sinn macht. Okay. Andererseits muss man sagen, die sind auch schon, es ist schon besser geworden von der Produktivität hier. Wir hauen hier schon einiges raus. Ich brauche Eisenplatten, lalalala. Die Eisenplatte, wo die Eisenplatte die Förderschnecke, die Förderbänder sind auf MK2-Stelle, ziehen die bei dir auch hinten schneller dran. Ja, nee, aber die Eisenplatten sind gar nicht das Problem. Die Eisenplatten sind überall voll. In jedem Fabrikator habe ich 200 Eisenplatten liegen. Das Problem sind tatsächlich die ollen Schrauben. Ich überlege halt gerade, ob ich das irgendwie umbaue, dass ich das auf einzelne Lines lege. Hier in dem Weg müssen wir auch mal machen, ey. Das ist ätzend hier hoch. Da habe ich. Ich baue mal was um. Oh, Eisenplatten ist ja komplett voll, der Container. Ja, natürlich ist er komplett voll. Das ist ja auch eine der einfachsten Produktionen. Sowas wie Eisenstangen haben wir auch zum Verrecken viele. Ja. So. So, Schrauben kommen hier nicht an, wa? Noch nicht. Okay. Ich muss jetzt hier mal kurz umbauen. Naja, nee, alles gut. Ich habe ja hier Eisenstangen en masse, dann mache ich mir Schrauben. Na, die gehen ja zum Glück relativ easy peasy. Ja. Aber ich brauche immer noch... Ich wollte gerade Shift gedrückt halten, um nicht runterzufallen an der Kante. Oh Mann, ey. Wieso? Machst du das sonst immer bei Minecraft oder was? Ja, das ist Achso. Ja, damit du an der Kante nicht runterfällst irgendwo. Okay. Also sozusagen so ein Snap-Tool. Ja, genau. So, warte mal, jetzt machen wir das hier mal. Das machen wir mal weg. Habe ich jetzt genug Krams? Habe ich.